Hallo zusammen zu unserer siebten Folge von Freiburg Digital Gestalten. Dejan und ich haben heute einen tollen Gast mal wieder an der Seite, und zwar Martin Fuchs, Berater in Sachen digitaler Kommunikation für Politik und Regierung. Und wir haben einen spannenden Artikel von dir gelesen, und da wollen wir jetzt erstmal ein bisschen was über deine Person erfahren, aber auch über den Artikel, den du geschrieben hast, wo du von oder aufgrund der aktuellen Situation von einer digitalen Revolution in der Politik sprichst. Kannst du uns dazu ein bisschen genauer erzählen, was du damit meinst und was du da, ja, was deine Aussagen sind in diesem Artikel? Aber zuerst vorstellen. Ja, bitte. First things first. Ja, erstmal moin moin, hallo Freiburg. Ja, genau, also Solvik hat mich schon wunderbar vorgestellt. Ich mache seit ungefähr 10, 11 Jahren, versuche ich Politik zu digitalisieren. Also ich bin als Berater unterwegs, sitze in verschiedenen Beiräten, schreibe Gutachten für Institutionen, bin als Speaker unterwegs und bin da meistens so in Parlamenten, Parteien, Fraktionen und Regierungen unterwegs. Und all das, was wir gerade beobachten, also das, was ich in den letzten 3,5, 4 Wochen beobachtet habe, ist im Grunde genommen mein Job gewesen seit 11 Jahren, dass ich nämlich versuche, Leuten zu erklären, welche Vorteile es eigentlich hat, wenn man versucht, sich ein bisschen zu digitalisieren und sie rauszuholen aus den ganz üblichen Strukturen und Prozessen, die sie haben, weil sie die einfach so gelernt haben die letzten Jahre. Und ich weiß, wie schwer das ist und wie dick diese Bretter sind, die man da gebaut hat. Und jetzt habe ich irgendwie gemerkt, dass innerhalb von wenigen Tagen auf einmal durch diesen Druck, der dann da war, Menschen gesagt haben, okay, ich mache das jetzt halt, damit überhaupt die Parteiarbeit weitergeht, obwohl ich es alles scheiße finde, was da gerade dieses Internet und dieses ganze digitalen Tools, die ich nicht verstehe und so. Und das sehe ich schon so als Revolution, weil ich nie gedacht hätte, dass es mal so einen Tipping Point gibt, jedenfalls nach der Erfahrung der letzten Jahre, dass irgendwie Leute, die gesagt haben, nee, das reicht mir alles mit der Analogen, jetzt auf einmal sagen, okay, das ist ja geil, irgendwie, das ist ja wirklich cool, was meine Erfahrung, die ich damit auch sammeln kann, als Politiker, Politikerin. Und das erfreut mich, erfreut mein Herz neben all diesen ganzen schlechten Sachen, die wir gerade erleben, sehr. Jetzt hast du auch ein paar Beispiele genannt, also in einem Interview. Jetzt für die Leute, die das Interview nicht gelesen haben, wo würdest du anhand welcher Beispiele würdest du diese Revolution und diese großen Veränderungen denn jetzt sehen? Also das Sichtbarste, was wir als Bürgerinnen und Bürger gerade beobachten, ist natürlich die Art der Kommunikation. Da verändert sich gerade einiges. Das bedeutet nicht, dass Politik nicht schon digital war. Also das ist klar, das gehört zum Standard seit vielen, vielen Jahren in Wahlkämpfen, dass man auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und so unterwegs ist, sich da schöne Formate ausdenkt. Aber jetzt geht Politik zum Beispiel, wenn es an die Kommunikation nach außen geht, auch in Formate, wo sie sich bisher nicht hingetraut haben. TikTok zum Beispiel. Kann man viel darüber kritisieren als Netzwerk, als Plattform oder auch Jodel, eine App, die immer 2,8 Millionen Menschen in Deutschland nutzen, aus einer sehr speziellen Zielgruppe der Studierenden zum Beispiel, die man über andere Kanäle vielleicht gar nicht mehr so gut erreicht. Und das wird jetzt zum Beispiel ausprobiert, obwohl es eigentlich so ein bisschen eklig, so ein bisschen kindisch und so etwas. Und da kommen dann auch anonyme Nutzerinnen und Nutzer, die da was sagen dürfen und sowas. Das mag die Politik ja eigentlich nicht so, solche Plattformen. Da ist sie jetzt auch aktiv. Das ist so das, was man nach außen hin wahrnimmt, so ein Kommunikativ- oder auch Chatbot-Systeme, die ich seit Jahren quasi versuche, irgendwie in der Politik unterzukriegen, indem man 24 Stunden, 7 Tage die Woche als Bürgerin Zeit hat und Möglichkeit hat, ganze Standardfragen zum Thema Corona an eine Regierung zu stellen. Und man bekommt dann quasi automatisierte Antworten, zum Beispiel durch die Staatskanzlei im Saarland, die irgendwie 93%, habe ich gehört, der Fragen beantworten. Also das heißt, da muss kein Callcenter-Mitarbeiterin, kein Staatskanzlei-Mitarbeiter muss da irgendwie jetzt noch manuell etwas tun, sondern die Fragen können automatisiert beantwortet werden für einen Großteil der Bevölkerung im Saarland, die Fragen hat an die Politik. So etwas finde ich toll. Und der andere, fast noch spannendere für mich Bereich ist natürlich, wie sich Parteistrukturen zum Beispiel nach innen digitalisieren. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Feld. Da gibt es natürlich Verordnungen, Gesetze, die vieles verbieten. Auch wenn man sich zum Beispiel Parlamente anschaut, da ist natürlich die Präsenzpflicht ganz entscheidend, ganz wichtig, das Analoge. Da gibt es Sicherheitsbedenken, Datenschutzbedenken, warum man eben kein E-Voting, kein Online-Voting und so weiter für, auch für Ausschussarbeit eingeführt hat. Aber da bewegt sich gerade zum Beispiel einiges, wenn ich mir den Bundestag anschaue oder auch den Landtag in Baden-Württemberg und andere Landesparlamente, die jetzt zum Beispiel erlauben, Hybrid-Sitzungen zu machen, dass man auch über Videochat halt zugeschaltet sein kann oder im Umlaufverfahren im Europäischen Parlament, das ist noch nicht optimal, aber Umlaufverfahren per E-Mail Abstimmungen machen kann. Und das ist natürlich etwas,
wo ich extreme Potenziale sehe, was Vereinbarkeit von Beruf und Karriere in der Politik ermöglicht, was die Beteiligung von Menschen ermöglicht, die eben nicht so mobil sind, die vielleicht behindert sind, die vielleicht andere Probleme haben, präsenzmäßig 18 Uhr an irgendwelchen Meetings teilzunehmen. Und das ist etwas, was mich fast mehr fasziniert. Und dann gibt es natürlich jetzt Ideen, so wie die Grüne, die jetzt versuchen, den ersten Bundesparteitag digital durchzuführen, oder die jungen Liberalen NRW jetzt auch mal versuchen, einen kompletten digitalen, virtuellen Parteitag irgendwie hochzuziehen. So. Solle? Ja, ich frage mich, also das ist jetzt natürlich alles irgendwie Veränderung auf Speed, ja? Und glaubst du wirklich, dass es dann auch nachhaltige Veränderungen geben wird? Also man macht es natürlich jetzt aus dem Momentum heraus, dass man muss, dass man keine andere Möglichkeit hat. Aber wie nachhaltig siehst du das Ganze? Also das ist natürlich jetzt die große 1-Million-Euro-Frage. Ne? Zum einen, wie lange geht das jetzt? Wie lange sind wir gezwungen, quasi all diese Tools zu nutzen? Und ich würde denken, nach 4 Wochen hat das noch keinen wirklich nachhaltigen Effekt. Aber wenn das noch 3-4 Wochen weitergeht und dann wirklich jeder Einzelne merkt, wie einfach es doch eigentlich ist und wie effizient es ist und wie viel vielleicht Zeit ich dann für meinen Mann, für meine Frau, für meine Kinder habe dann nebenbei, weil ich eben nicht, so wie ich zum Beispiel als Berater, 80% meiner Beratertätigkeit in Zügen sitze, so, dann hat das schon auch einen Vorteil, glaube ich, den viele sehen auch. Wir berichten, ich habe in den letzten Tagen viele Gespräche natürlich mit Politikerinnen geführt, die gesagt haben, dass es viel, viel effizienter ist. Viel, viel effizienter, sich über ein Videosystem und über bestimmte Sachen abzustimmen, natürlich in der Krise. Also es ist auch immer schnelle Entscheidungen zu treffen, wichtig und relevant. Von daher ist, glaube ich, schon, dass da einige Sachen nicht mehr zurückzudrehen sind. Also ich habe allerdings auf der anderen Seite auch ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich jetzt sehe, wie jetzt auch im Bundestag versucht wird, in dieser Krisensituation Grundgesetze einfach mal so schnell von heute auf morgen zu ändern. Denn das ist dann der negative Aspekt dieser Geschichte, dass man dann sagt, okay, wir brauchen jetzt irgendwie ganz schnell Ad-Hoc-Systeme, die funktionieren, damit das Parlament am Laufen gehalten wird. Und damit werden sehr, sehr schnell Grundrechte, die wir seit 70 Jahren pflegen und hegen, dann über Bord geworfen. Und ob man das dann wieder zurückzudrehen kann, wenn man ein Grundgesetz geändert hat, wage ich zu bezweifeln. Also da sollten wir schon sehr genau aufpassen, was wir da gerade sehr schnell auch ermöglichen als Gesellschaft. Und da habe ich auch einen ganz guten Eindruck, dass sowohl im Bundestag genug Menschen darauf achten, als auch in der Zivilgesellschaft, dass eben jetzt nicht diese vielleicht Rechte, die wir lange erkämpft oder haben, dann schnell mal in so einer Krise weggewischt werden. Aber ich glaube schon, dass ein paar Sachen bleiben werden nach der Krise, wobei ich der Letzte bin, der davon träumt, dass jetzt am Ende alles digital funktionieren sollte. Mhm. Überhaupt nicht. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Präsenzveranstaltungen, von Kongressen, wo man es auch am Rande netzwerken kann und so etwas. Das geht, also kenne ich noch keine wirklich coolen Konzepte, wie man solche Geschichten wirklich in digitalen Tools anwenden kann. Also kein entweder oder, sondern ganz klares und. Genau. Also add-on, also das, was ich da die letzten Jahre auch immer schon gesagt habe, wenn wir etwas Analoges machen, warum gibt es nicht die Möglichkeit einer digitalen Partizipation? Da wurde oft Ressourcengründe vorgeschoben, keine Technik, keine Leute, die das können, kein Geld und so weiter. Und ich glaube, das wird jetzt weg sein. Das wird jetzt weg sein, weil man sieht, dass man mit kostengünstigen Tools irgendwie auch Sachen schnell mal hochziehen kann. Auch ein Gebärdendolmetscher, fast schon Standard ist mittlerweile, auch so etwas merken die Leute, klar, es kostet mehr Geld, man muss ein bisschen was in die Hand nehmen, aber dass das einen positiven Effekt hat, die man, glaube ich, jetzt nicht mehr machen kann. Dolmetscherin übrigens, weil ich habe noch keinen einzigen Mann gesehen, oder? Habt ihr schon einen gesehen? Ich glaube, ich noch nicht. Nee, stimmt. Ja, ich muss zugeben, ja. Also die Bilder, die ich durch den Kopf durchsausen lasse, du hast völlig recht. Ja, alles nur Frauen. Das hat man dadurch auch mal gemerkt, dass ich kenne keinen Dolmetscher. Ja, das bestätigt auch die These, die man jetzt auch in den letzten Tagen gelesen hat. Die Frauen retten dieses Land wieder einmal, wie in vielen anderen Situationen. Ja. Es sind nicht nur systemrelevante Berufe, sondern auch an vielen Stellen werden dieses Land, glaube ich, verloren ohne Frauen. Ich hätte jetzt eine Frage. Hoffentlich bleibt das nachhaltig in den Köpfen. Ja. Eine Frage, Martin, die ich mir stelle. Du hast vorhin gesagt, dass Politik nicht seit gestern digital ist, die ist schon länger digital. Und jetzt, ich bin ja auch jemand, der so ein bisschen ins Internet reinschaut und dann sieht man ja schon, wie Politikerinnen und Politiker den Weg ins Internet suchen, was ich ganz erstmal gut finde. Aber aus meiner Beobachtung war die Feststellung da, dass die relativ häufig die Kommunikation aus dem physischen Bereich 1:1 wieder im Netz spiegeln.
Das heißt, die scheinen entweder nicht die Zeit zu haben oder das Verständnis dafür zu haben oder es zu entwickeln, wie Netz funktioniert. Und als Beispiel, da werden Pressemitteilungen einfach dann als Screenshot geteilt oder so viele Dinge, wo ich merke, das funktioniert niemals, aber die machen das. Und siehst du aber jetzt auch in dieser Zeit auch Entwicklungen, die wiederum das verändern, dass die Leute sagen, okay, ich muss auch mein Verhalten jetzt komplett irgendwie mal überdenken oder dass sie Social Media besser verstehen oder anders denken und dass eventuell sich das auch wiederum auf die Strukturen von Parteien auch auswirkt? Sehr spannende Frage. Selbstverständlich glaube ich auch, dass in dieser Zeit, die gerade sehr viel verändert, auch natürlich vielleicht Politikerinnen und Politiker mehr merken, welche Potenziale Social Media hat, wenn sie es anders vielleicht nutzen. Also ich sehe schon auch, dass gerade durch dieses erhöhtes Aufkommen von Fragen, von Dialogbereitschaft auch der Bevölkerung, das ist nicht die andere Seite der Medaille, dass sehen auch Politikerinnen sehr, sehr oft, wenn sie versuchen, mal wirklich dialogorientiert zu kommunizieren, dass sie am Ende sehr, sehr viel Aufwand betreiben, weil sehr, sehr wenige Menschen, die sie dann erreichen sollen. Und jetzt ist natürlich so eine Phase, wo ein extrem hohes Informations- und Kommunikationsbedürfnis auch da ist, weil Menschen auch zu Hause Zeit haben und natürlich dann auch von politischen Akteurinnen wissen wollen, was jetzt so eine Phase ist, dass das natürlich jetzt zeigt, dass da sehr, sehr viele Menschen erreicht werden können durch ideologische Formate auch. Und deshalb glaube ich schon auch, dass Politik merkt, dass das mehr ist als einfach nur Pressemitteilungen für Sendestationen, wie du das richtig gerade genannt hast. Ob das nun quasi Einfluss hat auf die Strukturen und Prozesse in Parteien zum Beispiel, ist eine spannende Frage. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, weil ich glaube, dass es eher entkoppelt ist, weil Institutionen funktionieren und denken anders als eine Einzelperson vielleicht. Diese Einzelperson ist dann vielleicht Generalsekretär, Generalsekretärin und überträgt das dann auch vielleicht in ihre Arbeit in einer Partei. Das mag schon sein. Aber das sind dann eher Sachen, auch was du gerade gesagt hast, im netzkulturellen Verständnis überhaupt des Netzes. Das dauert, ich gehe mal von 5 bis 10 Jahren aus, ehe das quasi in der Breite wirklich so verstanden wurde, wie dieses verrückte Internet denn eigentlich funktioniert und wie man da eigentlich zu agieren hat. Das ist in der Tat kein Technologieproblem, überhaupt nicht, sondern es ist ein eigenes Problem von Kultur an, so an der Stelle. Deswegen meinte ich ja auch, weißt du, damit du mich vielleicht besser verstehst, mit diesen, ob das eventuell eine Partei verändern könnte, ist eher, dass Menschen, es gab dieses von AOC in den USA, die zum Beispiel dieses Treffen mit Zuckerberg hatte und dann hat sie vorher gesagt, welche Frage soll ich ihm stellen? Und hat so das Netz völlig anders genutzt, als es Politikerinnen hier in dem Lande nutzen. Und einfach gesagt, ich öffne einfach meinen Kanal und sammle Expertise, die im Netz zur Verfügung steht, um meinen Job noch besser zu machen. Und ich glaube, dass wenn sowas zum Beispiel gesehen wird und erlebt wird, dass vielleicht auch einfach dann Strukturen innerhalb einer Partei überdacht werden können, dass man sagt, im Prinzip müsste ich bei Entscheidungen, bei Prozessen, die komplex sind, viel mehr Menschen mit einbeziehen und die Ressourcen einfach nutzen, die einfach da sind. Das war die Überlegung, die ich bei der Frage hatte. Also auch das ist ja nichts Neues, auch nicht, das gab es schon, also ich, wie gesagt, ich verfolge das seit 11, 12 Jahren intensiv, was in Parteien da passiert. So, das machen Parteien und versuchen Parteien schon seit vielen, vielen Jahren, gerade auf Bundesebene, teilweise auf Landesebene, genau das zu tun, was du gerade beschrieben hast. Die Problematik ist halt, dass vieles quasi von den Rahmenbedingungen, vom Framework halt das gar nicht erlaubt. Es erlaubt es nicht quasi, dass Menschen ohne Parteibuch vielleicht in Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden, was für ein Wunsch eigentlich wäre in einer Gesellschaft, wo immer weniger Parteibindungen existieren, so Mitgliedschaftsbindungen. Das heißt, also Parteien experimentieren da schon viel rum und versuchen da auch schon einiges, auch schon seit vielen Jahren. Es funktioniert halt nicht mehr mit, glaube ich, unseren Rahmenbedingungen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Das wäre jetzt also der nächste Schritt, sagen, okay, lass uns doch die Rahmenbedingungen ändern, damit wir mehr können auch in den Parteien. Aber ich glaube schon natürlich schon, dass da jetzt vieles, was ich gerade eben schon auch gesagt habe, mehr möglich ist, dass jetzt auch dieser Experimentierwille mehr da ist. Also nicht nur auf dem Papier oder im Kopf was durchzudenken, sondern wir machen es einfach mal. Komm, lass uns, wir wissen auch nicht, was passiert, lass mal was einfach probieren, auch wenn wir damit vielleicht scheitern. Genau. Einen wichtigen Aspekt, den du auch noch genannt hast, war eben dieses Bundesebenen, Landesebene und Kommunenebene Gefälle, dass da unterschiedliche Kompetenzen und Ressourcen da sind. Magst du das vielleicht einmal noch beschreiben und welche Gefahren du einfach auch dahinter siehst? Ja, es ist ja nicht nur im Bereich Digitalisierung und Kommunikation vielleicht irgendwie so, dass aber die Professionalitätsgrad ist oftmals abnehmend quasi von Bundes-, Landes- und dann auf Kommunalebene gehend bei vielen Sachen, was Ressourcen angeht, was Kompetenzen angeht und so. Das will ich nicht pauschalisierend sagen, aber oftmals ist es meine Beobachtung.
Und das ist jetzt natürlich ein Problem, gerade wenn man auf kommunaler Ebene schaut, dass es halt sehr, sehr viel von Ehrenamtlern getragen wird, das Engagement dort auch das parteipolitische oder das in den Stadtparlamenten und so weiter. Und das ist natürlich dann schwer irgendwie zu vereinbaren, wenn man dann sagt, okay, lass uns doch mal ein Konferenzsystem kaufen, was gut ist für unsere Kreisverbandsarbeit. Das Geld ist dann einfach nicht da. So. Und das heißt, dass ich da glaube ich schon sehe, dass jetzt sehr viel Erfahrung gemacht werden auf Bundes- und Landesebene und die alles total schicke Tools und Prozesse hochziehen und dann die Kommunalebene am Ende eigentlich davon nichts hat und nichts mitnimmt, weil es für sie gar nicht passt. So. Im Grunde müsste man jetzt in den Parteien viel, viel stärker darüber überlegen, wie könnte man dann, dass wir jetzt die Erfahrung, die wir haben, auch kommunal übertragen. Und dann ist es, glaube ich, am Ende wieder so, weil auch kommunal natürlich immer nur jeder denkt, erst selbst der König seiner Stadt, so vielleicht als Parteivorsitzender oder etwas oder Bezirksvorsitzender oder so, dass die natürlich auch ungern wollen, dass Berlin oder wer oder die Landeshauptstadt ihnen vorgibt, was sie machen sollen. Das heißt also, da muss es so ähnlich wie bei den Grünen so eine Art Toolkasten geben. Die haben so ein grünes Netz, wo aktuell 34 Apps, glaube ich, drin sind, die jeder modular auch nutzen kann, wie er das für sich braucht. Und dass man quasi so ein Angebot macht, wo quasi für ohne Geld Sachen nutzbar sind, die auch Daten, DSGVO-konform und alles möglich sind. Und jeder kann sich auf kommunaler Ebene daraus das rausziehen, was er denn für seine Arbeit konkret bräuchte. So etwas wäre eigentlich mein Wunsch. Und dass man das auch nicht nur unbedingt bei einer Partei macht, sondern dass man meinetwegen, alle demokratischen Parteien haben einen Toolkasten, der super ausgebaut ist und jeder kann sich modular, das wird nie funktionieren, das ist jetzt eine fuchsige Träumerei, die ich mir jetzt vielleicht vorstelle. Und jeder im ehrenamtlichen Engagement kann sich dann halt aus diesem Toolkasten die Cloud rausholen, das Messenger-System für die interne Kommunikation, was auch immer, was er halt dann braucht. Jetzt hast du fast schon... Entschuldigung. Ja, weil ich glaube, vieles, was jetzt auch da ist, was jetzt auch toll genutzt wird und was ich auch lobe, vielleicht auch öffentlich, ist für Kommunale vielleicht in Belange auch gar nicht so relevant. Jetzt hast du schon ein bisschen die letzte Phase von unserem Gespräch eingeleitet. Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr, weil wir versuchen immer so zu einer 30 Minuten so zu halten. Du hast schon die ersten Wünsche geäußert. Was würdest du denn in 10 Jahren dir wünschen? Das heißt, wo sollte Politik in 10 Jahren stehen im Kontext des Digitalen? Oh ja, jetzt die Glaskugelfrage. So früh am Morgen und es ist gar nicht Weihnachten und ich habe Wünsche äußern, wie toll. Es ist Ostern. Ja, ich glaube, ich würde mir einen entspannteren Umgang wünschen, viel mehr Graubereiche zulassen und nicht entweder oder, was jetzt immer ganz, ganz oft dieses entweder digital oder analog. Also ich kann es wirklich auch nicht mehr hören, sondern man muss überlegen, was sind gängige, coole Ideen, die beide Welten, die es ja gar nicht mehr gibt, vereint sind. Das wäre so ein Wunsch. Und auch viel, viel stärker das Netzkulturelle, was du vorhin auch angesprochen hast, quasi die Fehlerkultur, vielleicht auch die Toleranz, die auch gelebt wird dort, die Möglichkeiten von Menschen, die eben kein Amt haben, einen Doktortitel, sich zu beteiligen und dort auch eine Machtbasis zu haben, um gehört zu werden in Parteistrukturen, dass all das quasi diffundiert. Also dass wir nicht nur das Analoge, das Netz beeinflusst, sondern viel, viel stärker das Netz und die Netzkultur, die sich da in vielen Ecken rausprägt, neben den ganzen natürlich auch negativen Aspekten des Netzes, dann vielleicht in eine klassische Parteiarbeit diffundiert so, oder in Regierungsarbeit. Das würde ich mir in der Tat viel, viel mehr wünschen. Und also auch bei meinen Kunden sehe ich jetzt so Sachen, ich kriege aus Quarantäne, Homeoffice, Gärten in Brandenburg, E-Mails von wichtigen Beamten des Außenministeriums von ihrer Privat-E-Mail-Adresse. Hätte vorher nie funktioniert, ist wahrscheinlich auch gegen alle Sicherheitsbedenken dann auch der IT-Leute dort im Auswärtigen Amt. Dann auch so etwas, würde ich mir mehr wünschen, dass man einfach mal irgendwie dann Sachen macht, die vielleicht nicht unbedingt formal richtig sind. Super. Und ich würde mir vor allem wünschen, dass man nicht mehr bei allem den Datenschutzprügel rausholt und gleich alles tot macht mit Datenschutz. Das ist mein größter Wunsch, wenn ich den noch ergänzen darf. Das heißt, wir haben in 10 Jahren also eine Bundeskanzlerin oder einen Bundeskanzler, der Sprachnachrichten über TikTok verschickt. Meine These ist, in 10 Jahren gibt es TikTok nicht mehr. Ja. Das muss ich eigentlich zu Facebook sagen. Ich sage mal, was Facebook gemacht. Okay, Martin, also vielen, vielen Dank für deine Zeit, vor allem für deine Expertise.
Das war eine wahnsinnig spannende Folge und wir sind sehr gespannt darauf, was sich aus dieser Folge weiterhin ergeben wird. Wir haben ja schon ein paar Pläne im Hinterkopf, die wir mit dir abgesprochen haben. Und wir wünschen dir einfach frohe Feiertage, gesunde Feiertage und was sagst du mal, füchsige Grüße. Füchsige Grüße. Vielen lieben Dank. Füchsige Grüße, richtig. Ja, passenderweise heute aus der Osterstraße, von daher. Echt? Super. Super. Perfekt. Dann danke, alles gut. Danke. Tschüss. Tschüss.